Ja, hallo meine Lieben, mein Name ist Tanja Pinter. Ich bin die Inhaberin des Ayurveda Naturladens in Graz, wo ich mich auch gerade befinde und möchte euch heute oder in den kommenden Wochen und Monaten meinen Laden ein bisschen näher bringen für die, die was weit auswärts sind und uns nicht besuchen kommen können. Wir sind eine Mischung aus Naturapotheke und Naturparfümerie. Wir haben auch Geschenke. Wir haben ätherische Öle, Naturkosmetik zum selber machen, also wir verbinden quasi diese ganze Naturheilkunde und packen das in einen kleinen, netten Laden ein. Heute möchte ich euch vorstellen aus der Naturkosmetik-Serie die Achtsam-Kosmetik aus Oberösterreich. Es passt ja in aller Munde, regional, saisonal, und der Slogan von Achtsam ist eben, oder die Firmenphilosophie, keine Shea-Butter, kein Jojobaöl, sondern nur heimisch gute, kaltgepresste Öle. Traubenkernöl, Leindotteröl, Lavendel, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Hanföl, also all diese schönen Rohstoffe, Zutaten werden in dieser wunderbaren Pflegeserie verarbeitet. Die Serie besteht aus einer Reinigungsmilch, die mit Hanf hergestellt wird. Die Reinigungsmilch ist nicht sehr reichhaltig, ist aber auch nicht so dünn wie ein Fluid. Also hat so eine mittlere Konsistenz, ideal zum Make-up abnehmen, ideal auch für die tägliche Gesichtsreinigung und ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Dann gibt es ein Gesichtswasser ohne Alkohol. Eben auch für sensible, empfindliche Haut, die muss ja keinen Alkohol verwenden sollen, und das ist auch sehr gut. Dann gibt es Rosenelixier. Das Rosenelixier ist richtig ein frischer Kick auch. Kann man als Gesichtswasser verwenden oder eben auch für zwischendurch. Herrlich. Und der Duft als Erfrischung spendet Feuchtigkeit. Damen oder Leute, die im Büro arbeiten, die was permanent in geschlossenen Räumen sind, oder wenn die Heizungsluft die Haut austrocknet, aber auch wenn man im Auto fährt und es ist heiß, kann man sich kurz einsprühen. Speziell für Leute, die keine Klimaanlage vertragen, ist das ein super frischer Kick. Auch übers Make-up, das ist wichtig. Dann gibt es das Gesichtspeeling aus Weizengras und Tonerde. Ein Tipp von mir, das Peeling dann oben auch, also immer nach der Reinigung verwenden, nach der Gesichtsreinigung. Und das Peeling kann man dann ein bisschen oben einwirken lassen auf der Haut, denn die Tonerde, die zieht Schmutz, Dreck raus, und ist insofern, hat man eigentlich zwei Fliegen mit einem Schlag, Maske und Peeling. Peelings macht man vermehrt jetzt passend dann ja in der kalten Jahreszeit, wenn die Heizungsluft wieder unsere Haut austrocknet, hat jeder ein bisschen so raue Schüppchen, und da kann man sich mit einem Peeling befreien, und dann kann die Creme oder das Öl auch wieder gut tief in der Hautinnenschicht einwirken. Ansonsten wird sie halt oben haften bleiben, in der obersten Hautschicht. Dann gibt es ein feines Gesichtsöl. Dieses Gesichtsöl ist mit Amaranth und Karotte. Und ist auch vom Duft her ganz, ganz wunderbar. Also schmeckt wirklich sehr gut. Und dieses Gesichtsöl kann man in der Naturkosmetik als Gesichtsserum verwenden. Das heißt, unter die Tages- und Nachtcreme verwende ich dieses Öl. Oder anstelle der Nachtcreme kann ich es auch verwenden. Ja? Dass ich wirklich sage, ich nehme nur meine Feuchtigkeitscreme am Tag und am Abend nehme ich das. Also auch da kann man sich spielen, wie man möchte. Dann gibt es das Rosenintensivserum, und das ist ein ganz ein dünnes Fluid, so dünn wie Wasser, und das ist halt wirklich Feuchtigkeit spendend, also wirklich so ein frischer Kick. Passt auch für die sehr trockene Haut, oder eben auch im Sommer nehmen es viele. Also ein Serum in der Naturkosmetik kann eben sein ein Öl oder so ein Feuchtigkeit aufgebautes Serum. Und man kann auch
Also die Anwendungen sind wirklich individuell, wie jeder möchte. Ich sage immer, man muss sich die Haut anschauen, was sie gerade braucht, denn wir mögen ja auch nicht jeden Tag das gleiche essen. Und man braucht täglich Nahrung und Flüssigkeit und genauso braucht es auch unsere Haut. Und Fette sind immer wie Nahrung und flüssige Präparate sind halt immer wie Wasser trinken. Und dadurch ist es immer gut, wenn man zum Beispiel das Gesichtsöl hat und eine Feuchtigkeitspflege, hat man Essen und Trinken in einem. Das wäre zum Beispiel gut. Das heißt, Gesichtsöl am Abend, Serum in der Früh, Feuchtigkeitspflege morgens und abends drauf. Wie auch immer, Anwendung ist jedem selbst überlassen. Dann gibt es drei Cremen. Das eine ist die Feuchtigkeitspflege, die ist aus Hanftraube und Holunder. Und die Feuchtigkeitspflege ist wirklich, es ist wirklich eine ganz dünne Creme, auch für die junge Haut. Sie zieht sehr rasch ein und kann natürlich Tag und Nacht verwendet werden, mit oder ohne Serum. Dann gibt es die Tagespflege und die Tagespflege ist mit Hanf, Leindotter und Traube und die ist schon ein bisschen reichhaltiger, kann auch, aber auch Tag und Nacht verwendet werden, wer möchte. Wenn jemand sagt, ich möchte nur einen Titel haben, ich möchte keine Nachtcreme und keinen Tag, dann kann ich die Tagescreme wirklich Tag und Nacht auch verwenden. Paratsam wäre halt immer Serum darunter. Und dann gibt es noch die Nachtpflege und die ist halt schon sehr reichhaltig. Die ist mit Hanf, Leindotteröl und Mohn und auch die kann man am Tag verwenden, das ist überhaupt kein Problem. Für Leute, die was wirklich eine extrem trockene Haut haben und sagen, nein, die Tagescreme ist mir zu wenig, ich brauche ein bisschen mehr, dann sage ich, nehmen Sie doch das Öl darunter. Sie sagen, nein, ist mir auch zu wenig, na dann kann man die Nachtpflege auch nehmen. Es ist wirklich kein Thema. Und das Letzte ist dann noch die Augenpflege und die Augenpflege ist natürlich, wie soll es anders sein, mit Augentrost und Rose und sie ist nicht sehr reichhaltig, sie ist auch nicht so dünn, sie hat auch wieder diese mittlere Konsistenz, die sich eigentlich wirklich durch die ganze Linie fast durchzieht, die was geschmeidig ist, angenehm ist, gut einzieht und der Augentrost ist eben abschwellend, ja. Augentrostauflagen nimmt man ja auch bei Augenentzündungen und so, also wirklich für sensible Augen, für empfindliche und die Rose, wie auch in Gesichtsserum drinnen für die empfindliche Haut. Rose ist immer kühlend, beruhigend und der Duft ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, meine Lieben, das wär's. Das ist die Achtsam Gesichtspflege aus Oberösterreich. Ich hoffe, ich konnte sie euch ein bisschen näher bringen. Für Fragen oder Anwendungen bin ich jederzeit für euch bereit. Ihr könnt gerne anrufen oder auf unsere Homepage schauen, www.ayurveda-naturladen.at. Da könnt ihr die gesamte Serie auch online bestellen, beziehungsweise einfach hier anrufen, Beratung am Telefon, kein Problem. Dankeschön.